Teil 2 des dritten Kapitels. Die staatsrechtliche Frage, um welche es sich in dem Konflikte handelte, und die Auffassung derselben, welche das Ministerium gewonnen und der König gutgeheißen hatte, ist in einem Schreiben seiner Majestät an den Oberstleutnant Freiherrn von Finke auf Olbendorf bei Grottkau dargelegt, welches seinerzeit in der Presse erwähnt, aber, soviel ich mich erinnere, nicht vollständig veröffentlicht worden ist, was dasselbe umso mehr verdient, als sich daraus die Haltung des Königs in der Frage der Indemnität erklärt. Herr von Finke hatte ein Glückwunschschreiben zu Neujahr 1863 mit folgenden Sätzen geschlossen. Das Volk hängt treu an Eurer Majestät, aber es hält auch fest an dem Recht, welches ihm der Artikel 99 der Verfassung unzweideutig gewährt. Möge Gott die unglücklichen Folgen eines großen Missverständnisses in Gnaden abwenden. Der König antwortete am 2. Januar: Für Ihre freundlichen Glückwünsche beim Jahreswechsel danke ich Ihnen bestens. Dass der Blick in das neue Jahr nicht freundlich ist, bedarf keines Beweises. Dass aber auch Sie in das Horn stoßen, dass ich nicht die Stimmung des bei weitem größten Teils des Volkes kenne, ist mir unbegreiflich. Und Sie müssen meine Antworten an die vielen Loyalitätsdeputationen nicht gelesen haben. Immer und immer habe ich es wiederholt, dass mein Vertrauen zu meinem Volk unerschüttert sei, weil ich wüsste, dass es mir vertraue. Aber diejenigen, welche mir die Liebe und das Vertrauen desselben rauben wollen, die verdamme ich, weil ihre Pläne nur ausführbar sind, wenn dies Vertrauen erschüttert wird. Und dass zu diesem Zwecke jenen alle Wege recht sind, weiß die ganze Welt, denn nur Lüge und Trug und Lug kann ihre Pläne zur Reife bringen. Sie sagen ferner, das Volk verlange die Ausführung des Paragraphen 99 der Verfassung. Ich möchte wohl wissen, wie viele Menschen im Volke den Paragraphen 99 kennen oder ihn je haben nennen hören. Das ist aber einerlei und tut nichts zur Sache, da für die Regierung der Paragraph existiert und befolgt werden muss. Wer hat denn aber die Ausführung des Paragraphen unmöglich gemacht? Habe ich nicht von der Winter- und Sommersession die Konzession von 4 Millionen gemacht und danach das Militärbudget leider modifiziert? Habe ich nicht mehrere andere Konzessionen leider gemacht, um das Entgegenkommen der Regierung dem neuen Hause zu beweisen? Und was ist die Folge gewesen? Dass das Abgeordnetenhaus getan hat, als hätte ich nichts getan, um entgegenzukommen, und nur immer mehr und neue Konzessionen zu erlangen, die zuletzt dahin führen sollten, dass die Regierung unmöglich wurde. Wer einen solchen Gebrauch von seinem Recht macht, das heißt, Budget so reduziert, dass alles im Staate aufhört, der gehört ins Tollhaus. Wo steht es in der Verfassung, dass nur die Regierung Konzessionen machen soll und die Abgeordneten niemals? Nachdem ich die meinigen in unerhörter Ausdehnung gemacht hatte, war es am Abgeordnetenhaus, die seinigen zu machen. Dies aber wollte es unter keinen Bedingungen. Und die sogenannte Episode bewies wohl mehr wie sonnenklar, dass uns eine Falle nach der anderen gelegt werden sollte, in welche sogar ihr Vetter Pato und Schwerin fielen. 234.000 Reichstaler sollten noch pro 1862 abgesetzt werden, um das Budget annehmen zu können, während der Kern der Frage erst pro 1863 zur Sprache kommen sollte. Dies lag gedruckt vor. Und als ich darauf eingehe, erklärt nun erst Bockum Dolfs, dass ihrerseits, das heißt seiner politischen Freunde, dies Eingehen nur angenommen werden könne, wenn sofort in der Kommission die Zusage und andern Tags im Plenum das Gesetz einer 2-jährigen Dienstzeit eingebracht werde. Und als ich darauf nicht eingehe, verhöhnt uns Bockum Dolfs durch seine Presse. Nun solle man sich die Unverschämtheit der Regierung denken, dem Hause zuzumuten, um 234.000 Reichstaler Frieden anzubieten. Und doch lag nur dies Anerbieten seitens des Hauses vor. Ist jemals eine größere Infamie aufgeführt worden, um die Regierung zu verunglimpfen und das Volk zu verwirren?
Das Abgeordnetenhaus hat von seinem Recht Gebrauch gemacht und das Budget reduziert. Das Herrenhaus hat von seinem Recht Gebrauch gemacht und das reduzierte Budget en bloc verworfen. Was schreibt die Verfassung in einem solchen Falle vor? Nichts. Da, wie oben gezeigt, das Abgeordnetenhaus sein Recht zur Vernichtung der Armee und des Landes benutzte, so muss ich wegen jenes Nichts supplieren und als guter Hausvater das Haus weiterführen und spätere Rechenschaft geben. Wer hat also den Paragraphen 99 unmöglich gemacht? Ich wahrlich nicht. Wilhelm.